Was ist das für ein Land, meine Damen und Herren, in dem es zum Beispiel auch religiös motivierte Gewalt gibt? Das ist unser Thema heute. Gerhard Rudolf Baum ist bei mir im Studio, ehemaliger Bundesinnenminister, und Alexander Häusler von der Düsseldorfer Arbeitsstelle für Neonazismus an der Fachhochschule. Können wir noch mal ganz kurz vielleicht, weil es auch Ihre Amtszeit war und Ihr Tätigkeitsbereich, auf das Oktoberfest, auf den Anschlag im Oktoberfest schauen. Die Feindbilder waren ja zu der Zeit woanders gelagert, oder? Ja, also es war eine allgemeine Stimmung, der Feind steht links. Das hat etwas zu tun mit dem Kommunismus, mit dem DDR-Regime. Also das war die Prägung auch von Wahlkämpfen nach dem Kriege. Das Oktoberfest-Attentat wurde zunächst sofort den Linken in die Schuhe geschoben. Und die CSU begann eine Kampagne gegen mich. Sie hat gesagt, er begünstigt durch Nichthandeln, durch zu große Liberalität den Terrorismus, den linken Terrorismus. Er ist der eigentlich Schuldige. Ich werde nie vergessen, wie ich durch München in dem Trauerzug gegangen bin und die Leute merkte, die Eisen Blicke der Menschen. Und erst nach einer Weile wurde den Leuten bewusst, das kam aus der rechten Ecke. Wir haben es ja gesehen. Ich habe die Wehrsportgruppe Hoffmann verboten. Die bayerische Staatsregierung war dagegen. Und es durfte nicht sein. Ja, man wollte das nicht wahrhaben. Und der ganze Film, den ich übrigens sehr gut finde, weil er die verschiedenen Phasen des Rechtsextremismus und Terrorismus zeigt, zeigt ja, dass das ein permanentes Phänomen ist, das zusammenhängt, nicht, dass die Menschen, die ausländerfeindlich sind, Terroristen sind, aber das zusammenhängt mit einem gesellschaftlichen Klima in Teilen der Bevölkerung. Mhm. Und da müssen wir auch ansetzen. Wir müssen auch bei allgemeiner Ausländerfeindlichkeit ansetzen, bei Überfremdungsängsten, die ja weit in der normalen Wählerschaft vorhanden sind. Mit Überfremdungsängsten wurden Wahlkämpfe bestritten. Das alles leistet so einem Denken Vorschub. Man muss natürlich sagen, es gibt Proteste gegen rechte Gewalt, auch gegen andere Gewalttäter. Aber die Zustimmung in der Bevölkerung, immer wieder ein Thema, leider immer wieder ein Thema für solche rechtsextremen Gruppierungen, für deren Botschaften und für deren Taten. Warum? Nun, man muss ganz klar machen, auch wenn man auf diese NSU-Zelle guckt, diese Gruppierung entstand in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext, einem bestimmten Klima, wie es erwuchs. Was für ein Klima? Sie erwuchs aus der Auseinandersetzung nach der Wiedervereinigung, wer sind wir und wer sind die anderen. Mhm. Die erste große gesamtdeutsche Debatte, die die Bevölkerung auch wirklich interessiert hat, das war die Asyldebatte. Ja. Das war die Situation, wo gefragt worden ist, wie gehen wir um mit Menschen, die von Flucht und Verfolgung bedroht sind? Was machen wir? Ja, das Grundrecht wurde verstümmelt. Richtig, ja. Richtig. Wir haben diese Weise. Ereignisse gehabt, die dazu geführt haben, dass wir von rechter Seite Gewalttaten gehabt haben, in denen sich diese Rechtsextremisten quasi beflügelt gefühlt haben, nach dem Motto, wir setzen das um, was des Volkes Wille ist. Es war ein gesamtgesellschaftliches Klima gewesen, wo gesagt worden ist, die Ursache liegt in dem sogenannten Zustrom, unkontrollierten Zustrom von Ausländern. Und im Versagen der Politik, das richtig zu regeln. So ist es. Oder? Und die Entwicklungen haben eben traurigerweise gezeigt, dass diese Rechtsextremisten, die dann auch zu Mordtaten, wie wir sie in Mölln, in Solingen gehabt haben, dass sie sich quasi bestätigt gefühlt haben und sagten, wir setzen das um, was die Politik... Was ihr ohnehin denkt. Ja, wir sind ehrlich. Wir machen das zu unserer Sache. Und es kommt noch etwas hinzu, was mich immer wieder geärgert hat. Die Verharmlosung. Also, dass Politiker das verharmlost haben, auch beispielsweise sächsischen Politiker in meiner Heimatstadt Dresden, die gesagt, das gibt's nicht, bei uns findet das nicht statt. Es gibt Ortschaften, wo die Demokraten, die Verteidiger des Grundgesetzes, in der Defensive sind, in Ostdeutschland, aber auch langsam hier, und die Bürger kapitulieren, werden zur Kapitulation veranlasst. In Hoyerswerda ist Leuten empfohlen worden von der Polizei, ziehen Sie doch hier weg, wenn Sie sich einem rechtsextremistischen Druck ausgesetzt sehen. Also diese Verharmlosung und Kapitulation von verantwortlichen Politikern ist ganz schlimm. Aber es gab ja dann zumindest bei den Sicherheitsorganen Bewegungen in die Richtung, das Ganze einzudämmen und zu erkunden, was sich überhaupt tut. Also Stichwort V-Leute. Aber eine Katastrophe eigentlich, oder? Das liegt nicht ja, natürlich, wie man mit den V-Leuten also da verfahren hat, wie man sie eingedämmt
eingesetzt hat, wie man sie bezahlt hat und wie wenig da rausgekommen ist, das ist sicher in der Tat eine Katastrophe. Aber das sagt nichts allgemein gegen V-Leute. Das muss man neu regeln, wird ja wohl auch geschehen. Aber hier gibt es erkennbare Sicherheitsdefizite. Jetzt wird doch deutlich, man hätte die Morde verhindern können. Das ist doch das Schlimme. Warum ist nicht einer auf die Idee gekommen, das könnte auch von rechts sein? Warum hat man so lange dem Gedanken angehangen, das kommt aus dem Milieu selbst? Sind wir doch blind auf dem Auge, rechts? Und ich denke mir, dieser Blick, den Herr Baum vorhin beschrieben hat zum alten Rechtsterrorismus, der gilt auch für den neuen Rechtsterrorismus. Wir haben die Wiedervereinigung, den Zerfall der realsozialistischen Staaten. Trotzdem ist der Blick immer noch gewesen auf die linke Gefahr. Die Behörden hatten immer gedacht, wenn solche Taten verübt werden, dann müssten die Mörder sich doch erklären, wie es damals die RAF in langwierigen Erklärungen abgegeben hat. Die Tatsache, dass dem militanten Neonazismus diese Taten schon inhärent sind, dass sie also quasi sich gar nicht mehr selber erklären müssen. Die wurden gar nicht verstanden. Eine innere Dynamik. Genau. Ja. Und die Banalisierung liegt darin, dass eben gedacht wird, die sind dümmer, die sind gewalttätig, aber die sind gar nicht dazu fähig. Das war eben das Verkennen, dass das in diesem Rechtsextremismus schon inhärent ist im Kopf, diese Parolen auch in die Tat umzusetzen. Andere reden, wir handeln. Das war das Motto der NSU-Aktivisten und danach haben sie sich orientiert. Gut, also muss man in diese Organisation reingrätschen oder da reinschlagen, muss man sie zerschlagen? Wir müssen an die Menschen heran, die hier verführbar sind, auch durch das Internet verführbar sind. Auch diejenigen, und die Zivilgesellschaft ist gefragt, wir alle sind gefragt. Auch diejenigen, die schon verführt sind, die unterwegs sind, aber denen Aussteigerprogramme geboten werden, die teilweise auch ganz gut funktionieren. Eins davon wollen wir mal vorstellen, das bekannteste, Exit mit Titel. Wenn jemand dicht hinter ihm geht, fühlt er sich unwohl. Auch noch 5 Jahre nach seinem Ausstieg aus der rechten Szene kämpft der frühere Neonazi Manuel Bauer gegen den Schatten seiner Vergangenheit. Schon 3-mal musste er innerhalb Deutschlands seinen Wohnort wechseln, weil er von ehemaligen Kameraden mit dem Tod bedroht wurde. Also ich habe auf jeden Fall Angst. Angst um meine Frau, Angst um meine Familie, auch Angst um mein näheres Umfeld. Ich weiß nie, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ob ich erwartet werde. Bauer zählte jahrelang zu einer rechten Kameradschaft und war wie das mutmaßliche Terrortrio in Sachsens gewaltbereiter Neonazi-Szene aktiv. 1999 gründete er eine eigene Wehrsportgruppe namens Racheakt. In Ausbildungslagern trainierten er und seine Kameraden mit Waffen, putschten sich auf mit Hass. Waren Sie selber bereit zu töten? Also zu der Zeit mit Alkoholeinfluss schon, glaube ich, auch ohne Alkoholeinfluss, denn ich war mir ziemlich selbstsicher. 2001 muss Bauer wegen räuberischer Erpressung ins Gefängnis. Dort wird er ausgerechnet von rechten Gesinnungsgenossen zusammengeschlagen. 2 Türken kommen ihm zur Hilfe. Dieses Ereignis verändert sein Weltbild. Er nimmt Kontakt auf zur Aussteigerinitiative Exit. Und die haben mit mir Klartext gesprochen. Der Mann hat nicht in mir, Manuel Bauer oder Pistole, der Nazi, der Schläger gesehen oder der Straftäter. Er hat in mir einen jungen Mann gesehen, der sein Leben ziemlich verbaut hat, vergeigt hat und jetzt die Möglichkeit eventuell hätte, ein normales Leben zu führen. Exit Deutschland, eine Initiative, die in den letzten 10 Jahren neben Bauer über 400 Rechtsextremisten aus dem braunen Sumpf geholt hat. Gründer Bernd Wagner fordert von der Politik mehr Unterstützung für Aussteigerprojekte. Bisher bietet der Staat den Aussteigern zu wenig Schutz. Grundsätzlich haben alle diejenigen, die vor allen Dingen in militanten Gruppen eingebunden waren, ein großes Sicherheitsproblem. Das heißt, in den Gruppen war es völlig klar, dass Abweichler bestraft werden. Man lässt das nicht zu, dass dieser Verrat begangen wird, schon aus Gründen, dass die ganze Struktur nicht zerfällt. Auch er hatte Befürchtungen, dass sein Ausstieg Folgen haben könnte. Der 23-Jährige will in diesem Interview unerkannt bleiben, aus Angst vor Rache aus der rechten Szene. Er war an der Vorbereitung von Brandsätzen beteiligt. Schon früh wurde er indoktriniert mit rechter Ideologie.
Also bei mir war der Einstieg bedingt durch mein Elternhaus. Meine Mutter war starke Sympathisantin der Rechten. Die war ja auch in ihrer späten Jugendphase in der rechten Skinhead-Szene aktiv. Ja, und so wurde mein Einstieg quasi vorbereitet. Nur durch die dauerhafte Unterstützung einer Aussteigerinitiative schaffte er den Absprung. Heute hat er den Kontakt zu seiner Mutter abgebrochen, studiert Jura und erfordert ein NPD-Verbot. Also ich denke, vor allen Dingen nach der Fusionierung mit der DVU könnte man damit ziemlich gut zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Also man könnte quasi mit einem Hieb einem Großteil der rechten Bewegung die finanzielle Unterstützung durch den Staat streichen. Auch Manuel Bauer hält das für notwendig. Der Aussteiger erzählt heute an Schulen seine Geschichte. Er will über die rechte Szene aufklären und junge Menschen wachrütteln. Wenn ich die E-Mails bekomme oder immer Rücksprachen bekomme, dass ich für viele ein Hoffnungsträger bin, dann bestärkt mich das auch. Viele Menschen sagen, das ist gut, was du machst, mach weiter so. Der Aussteiger zweifelt keinen einzigen Tag daran, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat. Er hofft, dass die Angst irgendwann einmal aufhören wird. Einzelbeispiele, die Hoffnung machen. Aber was ist zu tun, wenn sich rechte Gesinnung in einer Stadt ausbreitet? Ein Beispiel aus dem Osten Deutschlands, aber nicht aus einer wirtschaftlichen Krisenregion. Beispiel Zossen. Zossen ist kein Hotspot für soziale Probleme und für Rechtsextremismus, aber anscheinend schaffen es die Rechten dennoch, sich auszubreiten und gewaltvolle Zeichen zu setzen. Und das wider die demokratische Kultur. Im folgenden Beitrag zeigen wir, wie die Stadt dem Herr werden will. In der Kleinstadt südlich von Berlin betreibt Erold Çaçan einen Dönerladen. Schon mehrfach war er das Ziel von fremdenfeindlichen Anschlägen. Zuletzt wurde der Besitzer Anfang dieser Woche überfallen. Von hinten aus, er hat mit Faust in meine Seite, ganzen Mund. Ich habe jetzt drei Löcher in der Szene, ja. Er ist direkt hier gekommen, hat er gebrüllt. Ihr scheiß Türke muss nach Hause gehen, Kanaken und scheiß Ölscheiße. Habt ihr hier nicht zu suchen? Erold Çaçan erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Die Polizei hat einen 60 Jahre alten Bürger der Stadt als mutmaßlichen Angreifer ermittelt. Nicht immer wird der Täter so schnell gefunden. Bis heute ist unbekannt, wer im Sommer mitten in der Nacht Steine auf das Wohnhaus der Familie von Jörg Wandke warf, einem Aktivisten im Kampf gegen Rechtsextremismus in Zossen. Hat uns natürlich aus dem Schlaf gerissen und uns und dann noch nicht den Rest der Nacht schlafen lassen. Zossen, eine Stadt mit rund 18.000 Einwohnern, prosperiert. Sie liegt fast noch im Speckgürtel von Berlin, hat relativ wenig Arbeitslose. Ausgesprochene Problemviertel gibt es hier nicht. Und dennoch immer wieder rechtsextreme Schmierereien und Überfälle. Die meisten Bewohner sind empört. Sauerei ist das. Vor allen Dingen müssten die auch ganz andere Strafen kriegen. Es ist ein ständiges Problem bei uns und es gibt Oberkräfte, die dagegen wirken und da sind wir eigentlich alle recht froh und versuchen auch das gemeinsam zu stemmen. Es sind nur einige wenige. Ja, und das sind immer die gleichen. Und die bringen diesen schlechten Ruf. Der größte Teil der Bevölkerung hier ist überhaupt nicht so. Doch warum ist ausgerechnet Zossen eine Hochburg rechtsextremer Kriminalität? Auf diese Frage gibt es keine einfachen Antworten. Meines Erachtens eben nicht die soziale Situation, die geringe Arbeitslosigkeit, diese wirtschaftlichen Gründe, die immer wieder angeführt werden, sondern das Fehlen einer demokratischen Kultur. Um die scheint es in Zossen wirklich nicht gut zu stehen. Vor fast drei Jahren brannte das Haus der Demokratie ab. Als Brandstifter wurde ein Neonazi ermittelt und verurteilt. Der damals 26-Jährige stammt aus Zossen. Experten sehen eine neue junge Generation von Rechtsextremen im Osten. Hass gegen Ausländer und Antisemitismus werden von einer großen Mehrheit zwar abgelehnt, aber sie werden auch geduldet, als eine Meinung unter vielen akzeptiert. Also ich denke nicht, dass man was dagegen tun muss. Jeder hat seine Meinung und dann ist gut. Aber ich finde es ganz schön schlimm, dass es so viele Leute sind. Ja, das war mal, aber jetzt ist es nicht mehr so extrem wie vorher. Alles schick soweit. Also ich finde es nicht gut, wie die Leute sich verhalten. Ich bin damit nicht so einverstanden, weil jeder hat das Recht auf Leben. Und ich bin auch dagegen. Man sollte was dagegen machen.
Auch im Jugendclub Phoenix hat man schlechte Erfahrungen mit Rechtsextremisten gemacht. Viele Jugendliche verbringen hier ihre Nachmittage. Unter ihnen sind Einwanderer wie Simon Konrad, der vor 12 Jahren mit seinen Eltern aus Kasachstan nach Zossen kam. Meine allerschlimmste Erfahrung war in Darmdorf auf dem Dorffest. Da haben wir mächtig Prügel gekriegt. Es waren auch mehr so Rechtsextremisten und so. Immerhin 5 Freizeiteinrichtungen leistet sich Zossen für seine Jugendlichen. Gegenüber Rechtsextremismus gilt hier der Grundsatz Null Toleranz. Wenn es dann doch gemacht wird, wird ganz knallhart gesagt, liebe Leute, sein lassen. Ansonsten müsst ihr leider gehen. Im Jugendclub hat Rechtsextremismus keinen Platz. Und dennoch gibt es ihn in Zossen. Seine Spuren sind unübersehbar. Das abgebrannte Haus der Demokratie ist bis heute nicht wieder